Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und ihr seht auch schon, worum es sich heute geht, nämlich um Captain Tarples. Nummer 2 auf der Liste der Gungans, die wir erhalten, bevor wir dann zum finalen Cut, namentlich Jar Jar Binks, kommen werden. Und ich bin ein bisschen spät dran, gebe ich zu, weil der ist ja schon längst live und das Event ist auch live. Deswegen gibt es heute kein riesiges Kit-Reveal. Habe ich bei Boss Nass ja auch schon nicht gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ne, könnt ihr oben klicken, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr euch sonst noch angucken. Die Kit-Analyse, da können wir jetzt mal gucken, was ich mir überlegt hatte seinerzeit. Ob das mit Tarples jetzt schon in die richtige Richtung geht oder auch nicht. Und wir kommen dann danach quasi auch nochmal auf das neue Marquis-Event zu sprechen, auf die neue Form des Marquis-Events, denn das hat sich ja verändert mit Boss Nass. Da mussten wir erstmal gucken, wie das Ganze denn so ist, und das schauen wir uns gleich mal an. Ich persönlich, Spoiler-Alarm, finde es nämlich tatsächlich ziemlich cool und hätte mir gewünscht, dass es so in der Form schon länger gegeben hätte. So. Wie gesagt, keine richtige Kit-Reveal, denn ihr könnt euch das Kit selber durchlesen, ne? Ihr seht das ja hier, also es ist ja alles verfügbar, also ihr könnt euch hier jede Fähigkeit angucken und die ist auch tatsächlich, es ist, ich sag mal so, die normalen aktivierbaren Fähigkeiten sind jetzt auch ganz okay, also ist jetzt nichts riesiges Großes, das liest sich im ersten Moment, weil der Bildschirm so klein ist, ein bisschen komisch, aber es ist gar nicht so dramatisch. Wichtigste ist eigentlich hier Ouch-Zeit, die entweder, je nachdem, ob Gegner Buffs, Debuffs besitzen oder nicht, entweder sie stunnen oder diese dann mehr Schaden erleiden. Eins von beidem quasi, das ist eine sehr, sehr coole Sache, sehen wir auch nachher noch im Kampf. Was aber tatsächlich, und da möchte ich jetzt drauf eingehen, ist nämlich dieses Ich-überleg-sie-mir-sowas. Fähigkeit, also seine einzigartige Fähigkeit, die auch mit dem Omikron daherkommt und welches, auch hier schon mal Spoiler, ich gar nicht mal so schlecht finde, wir uns einmal angucken werden, und weil das in diesem kleinen Fenster, wie gesagt, gerade auch echt müßig ist, werden wir das Ganze etwas anders machen und wir werden uns das Ganze einmal hier im Forum nochmal angucken. Da ist es zwar auf Englisch, aber da kann ich es euch besser erklären und ihr könnt es euch sonst in größer auch nochmal angucken. Falls ihr sagt, na, das kann ich mir selber durchlesen, okay, so what? Dann springt ihr sonst einfach nach vorne, aber wir gehen direkt quasi rein in die Analyse. Wie gesagt, ansonsten Hinweise gibt es keine großen Neuigkeiten. Boss Nass war schon auf Relic 5 für Jar Jar notwendig. Tarples wird auch auf Relic 5 notwendig sein. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es jetzt dann das Marquis-Event Battle Schlachtfeld Naboo Teil 2. Wobei im Event ist es tatsächlich, steht noch Naboo 1 dran. Ist wahrscheinlich ein kleiner Tippfehler. Ja. Aber, wie gesagt, hier die ganzen Basisfähigkeiten oder die ganzen Spezialfähigkeiten gehe ich jetzt gerade so nicht rüber. Geht so weiter, wie es bei Boss Nass auch war. Also der tatsächlich ist der Impact auf den Schildgenerator hier in dem Kit noch nicht so extrem, also zumindest bei diesen Fähigkeiten. Deswegen, das sind normale Fähigkeiten, macht Schaden, entfernt Buffs, Debuffs und so weiter. Was aber tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Zum einen ist hier seine, wie heißt es hier, nichts aufgebende Fähigkeit, die tatsächlich eine Markiermechanik hat. Also das heißt, ihr könnt hier den Gegner, den ihr anvisiert, könnt ihr markieren, ja, für eine Runde. Und wenn es ein Separatist ist, wird zusätzlich auch noch der Anführer markiert, was ziemlich cool ist, um da sozusagen den Spot noch zu umgehen, falls es einen geben sollte. Was aber, wie gesagt, tatsächlich viel interessanter ist, ist dieses hier. Wie gesagt, Wall of Text auf Englisch. Da müsst ihr euch jetzt leider durchbeißen oder ihr macht euch das hier so podcastmäßig so ein bisschen an. Und zwar hier die Fähigkeit, ich überleg sie mir sowas. Gott, das will, Gangensprache ist schwere Sprache. Ich dachte schon, Deutsch ist schwierig, aber das ist noch schwerer. So, also, was hier erstmal, Punkt Nummer 1, Captain Tarples verliert 25% Maximalgesundheit und bekommt genau so viel Maximalschutz. Und wenn wir uns jetzt überlegen, nochmal so im Hinterkopf, wir gehen nochmal so 2 Wochen zurück, wo wir Boss Nass gehabt haben, bei dem sein Kit ja sehr extrem auf Maximalschutz abzielt und auf die Wiederherstellung desselbigen. Ja, Hashtag Schildgenerator ist hier das Stichwort der Stichwörter.
Und jedes Mal, wenn Captain Tarples außerhalb seiner Runde angreift, dann fügt er außerdem echten Schaden in Höhe seines Maximalschutzes zu. So. Das ist jetzt soweit quasi, um den Schwung zum Boss Nass wieder zu ziehen. Maximalschutz wird auch hier Gang der Dinge sein. Und ich gehe davon aus, dass die anderen drei Gangens genauso irgendwelche Boni auf Max-Schutz haben werden und da auch noch mehr Synergie mit drin haben. Außer vielleicht Jar Jar Binks, der verliert vielleicht Maximalschutz jedes Mal, wenn er hinfällt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß. Nein, es tut mir leid. Ich finde Jar Jar Binks tatsächlich nicht so nervend. Dafür kriege ich jetzt einen Shitstorm, das ist mir klar. Aber Tollpatschigkeit ist halt sein Ding, das ist halt so. Genau, also Maximalschutz braucht ihr, das heißt vom Modding her, und das habe ich jetzt auch erstmal testweise so gemacht, sehr viel auf Maximalgesundheit setzen. Also quasi, ihr setzt sehr viel auf Maximalgesundheit und auf prozentualen Schutz und natürlich Tempo selbstverständlich. Das heißt also, hier sind jetzt in dem Falle wirklich auch die Gesundheitssets auch, denke ich, relativ gut mit dabei. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euren Tarples moddet, beziehungsweise ob ihr denkt, jawohl, mit viel Gesundheit, das sieht ganz gut aus. Und dann seid ihr an der Stelle schon ganz gut. Ich bin gespannt, was jetzt hier mit den Attacks out of turn noch dazukommt. Wie gesagt, Boss Nass hat diese Mechanik von Haus aus. Gucken, was die anderen noch bekommen, was wir da noch an zusätzlichen out of turn Attacks mit dazu bekommen. So, ansonsten ich sag mal so, ist die Fähigkeit okay, also die einzigartige Fähigkeit macht sonst, dass sie erhält Bonuszugleiste, wenn Debuffs verteilt werden, und wenn es ein Schildgenerator ist, dann entfernt er sämtliche Debuffs auf sich, wenn er an der Reihe ist. Soweit so okay, das passt ganz gut ins Bild, aber, und das ist jetzt das, wo ich tatsächlich denke, dass die Reise wirklich gut ist, das ist hier, nämlich solange wir in Territorial Schlachten ist, also Territory Battles, nicht Wars oder Grand Arena. Das heißt also, hier an der Stelle muss man mal gucken, wenn man ihn dann entsprechend auf R5 und Plus hat und man ihn einsetzen kann. Ist es so, dass zu Beginn jeder Begegnung erhält Captain Tarples 20% Offensive, also Angriff, für jeden aktiven Gangen. Gut, die Gangens erwartet man sowieso, dass man sie alle zusammenspielt, weil die gesamte Synergie ist entsprechend gehandhabt. Und außerdem erhalten sie 100% Maximalschutz bis zum Ende der Begegnung. Also am Anfang, in dem Falle bei Tarples, der bekommt 75% Maximalschutz auf basierend, also von seiner Maximalschutz, von seiner Maximalgesundheit. So, kommen wir durcheinander. Und davon nochmal 100% on top drauf. Das heißt also, sehr, sehr haltbar. Und wenn er echten Schaden zufügt in Höhe seines Maximalschutzes, also 5%, ist das natürlich schon mal ein Brett. Das ist soweit ganz okay. Und mit dem Verlieren der Wiederaufladung beim Schildgenerator, okay, das ist auch, das machen die ja generell irgendwie alle. Aber interessant sind tatsächlich die unteren beiden Absätze, also die letzten beiden, das, wo man niemals hinscrollt. Und zwar das erste Mal, wenn Gangenverbündete unter 50% Gesundheit fallen, was tatsächlich bei der Maximalgesundheit, die sie nach dem Umwandeln in Maximalschutz noch haben, sehr, sehr wenig ist, bekommen sie sofort 100% Gesundheit und Schutz. Außerdem bekommt er dann, wenn Captain Tarples wieder dran ist, 50% und er dann auch 50% Maximalschutz hat, bekommen dann auch noch alle Gangens erhöhten Angriff oder beziehungsweise Verteidigung, wenn das nicht der Fall ist. Soweit so gut. Also Wiederherstellung beim ersten Mal, wenn sie unter 50% Gesundheit sitzen. Und last but not least, wenn ein verbündeter Gangen benommen, also dazed oder betäubt wird, dann entfernt er dieses von sich. Er resettet seine Cooldowns und bekommt auch noch einen Bonuszug. Außerdem ist jedes Mal, wenn Captain Tarples einen kritischen Treffer landet, bekommt er außerdem einen Stapel auf den Plasma-Schild des verbündeten Schildgenerators. Also ein Plasma-Shielding, also bekommt er einen neuen Stapel dazu. Auch über die 10 Basis hinaus. Und das wiederum finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Gut, ich bin jetzt
gerade in den ganzen einzelnen Kämpfen auf Rise of the Empire zum Beispiel nicht unbedingt so firm. Da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren aushelfen. Aber ich denke, gerade alleine dieses Daze oder Stun, also benommen sein oder stunnen, finde ich persönlich sehr, 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 sehr cool, dass sie direkt einen Bonuszug bekommen und so wieder den Laden ins Laufen bringen und dafür sorgen, dass der Schildgenerator nicht zusammenbricht. Also potenziell hier an dieser Stelle, wie ich persönlich finde, durchaus ein Potenzial. Potenziell ein Potenzial. Ja, das ist sehr schön. Ein potenzierendes Potenzial, was wir hier haben, um mit dem entsprechenden Omikron tatsächlich sogar in den Territorialschlachten durchaus ein gutes Team zu werden. Da müssen wir jetzt natürlich abwarten, was da jetzt sonst noch die anderen drei Gangens machen, um das Ganze fortzusetzen. Aber der Weg ist schon mal, geht schon mal in die richtige Richtung. Also das passt sehr gut hier in das Gesamtkonzept des Kits. Ansonsten, Fazit, außerhalb dieses Omikrons ist es ein okay Kit, liest sich soweit ganz gut, passt wie gesagt ganz gut zum Boss Nass, aber es fehlt immer noch irgendwie, es fehlt noch was. Klar, es sind noch drei Gangens, die da jetzt noch fehlen, aber ich merke schon irgendwie, da sind schon noch Mechaniken drinne, die noch nicht richtig hundertprozentig zünden. Also klar, natürlich Maximalschutz haben wir da mit dabei, aber gerade dieses mit mehr Debuffs momentan, ja, wir haben zwar schon Debuffs oder auch mit dem doppelt angreifen, wenn der Gegner Buffs hatte und so weiter. Das sind alles gute Mechaniken, aber irgendwie fühlt es sich noch nicht richtig runter. Ich kann es tatsächlich nicht richtig in Worte fassen, aber irgendwo fehlt noch ein bisschen was. Vielleicht habt ihr ja auch eine Ahnung, was euch an dem Kit fehlt. Schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare oder sagt ihr, nö, das ist vollkommen super. Oder ihr habt Ahnung, was ihr denkt, wie sich das einfügt. So, jetzt haben wir aber natürlich Captain Tarples als Marquis-Event. Hatte ich eingangs erwähnt, Battlefield Naboo 2. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal diese neue Eventstruktur an. Das ist quasi sozusagen der zweite Teil hier, dass wir uns jetzt mal angucken, was es, wie dieses neue Marquis-Event eigentlich aussieht. Weil vielleicht, ihr habt es schon gesehen, aber es gibt vielleicht so ein, zwei Sachen, die viele von euch so noch gar nicht, oh, ich sag mal, registriert haben, bewusst wahrgenommen haben oder gar nicht gesehen haben. Das kann natürlich auch sein. So, und zwar haben wir hier, wie gesagt, ne, kleiner Tippfehler, Naboo 1, total super gut. Ihr seht, ich habe hier bereits Rang 4 freigeschaltet. Das liegt aber auch daran, dass mein Captain Tarples bereits 5 Sterne hat. Und das hat einen Grund. Also zum einen habe ich mal wieder Glück gehabt. Ich habe in der letzten Runde bei Boss Nass einen Luck-Drop gehabt von 145 Splittern. Hat ihn direkt auf 6 Sterne. Total gut. Ich habe mich mega gefreut. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr im WhatsApp-Kanal gewesen seid oder auf dem Discord-Server, wo ich das gepostet habe. Falls nicht, ne, gute Gelegenheit. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu den Social Medias. Kommt vorbei, schaut rein, läuft. Insbesondere die WhatsApp-Gruppe kann ich empfehlen. Finde ich persönlich. Aber okay. Gut, also so viel zur Werbeeinblendung. Rang 2 bekommt ihr automatisch, sobald ihr den Captain Tarples auf 3 Sterne freigeschaltet habt. Das ist ja das Normale. Ihr bekommt jetzt beim ersten Rang 55 Splitter. Dadurch habt ihr ihn auf 3 Sterne freigeschaltet. Soweit, so gut. Und ihr könnt tatsächlich hier jeden Tag jetzt dieses Event abschließen. Das ist dieses Bonus für dieses neue Format, dass ihr jeden Tag einen Reset habt und jeden Tag diese Belohnung einsacken könnt. Also jeden Tag, und das sind jetzt noch 5x6x, Reset ist morgens um 9, by the way, gut merken, 9 Uhr, nicht 12 Uhr nachts, sondern 9 Uhr morgens, bekommt ihr hier nochmal 10 Teile insgesamt zur Umdrehung. Ist nice to have. Was aber viel interessanter ist, sind hier die Ränge 3 und 4. So, Rang 3 schaltet ihr frei, wenn ihr ihn auf 4 Sterne habt. Rang 4 schaltet ihr frei, wenn ihr ihn auf 5 Sterne habt. Und ihr bekommt dadurch jeden Tag 5 Splitter pro Stufe. Das heißt also 10 an der Zahl. Was, also wenn ihr nur Rang 3 habt, wenn ihr ihn auf 4 Sterne habt, habt ihr ihn neben Bonussplittern beim ersten Mal etc. pp. Kommt ihr, wenn ihr nur das tut, am Ende safe bei ungefähr 5 Sternen dabei raus. Wenn ihr noch ein bisschen weiter geht, so wie ich relativ weit am Anfang, und ihr habt hier ihn auf 5 Sterne, dann kommt ihr vielleicht sogar bis zu 6 Sterne. Was ich euch aber auf jeden Fall versprechen kann, ist, solltet ihr ihn sogar bis
6 Sterne bekommen, weil ihr entweder Geld oder Kristalle oder beides investiert habt, gespart habt, was auch immer, bekommt ihr. Und ich vermute mal, dass uns dieses Format noch begleiten wird, auch über die Gangens hinaus. Also alle anderen Charaktere, die da noch ins Spiel kommen, vielleicht, das ist aber jetzt nur so eine Sache, ne? Vielleicht sogar einen Crosshair. Abwarten. Kommt ein Video zu, könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe da schon so ein, zwei Theorien bezüglich eines Crosshair-Releases. Da haben wir hier 6 Sterne. Den bekommt ihr dann safe auf jeden Fall bis zum Ende des Events, wenn ihr das am Anfang habt, auf 7 Sterne. So habe ich meinen 7 Sterne Boss Nass bekommen. Und das ist leider halt, wie gesagt, nicht ganz investitionslos. So, soweit zur neuen Eventstruktur. Und das gucken wir uns jetzt einfach nochmal an. Und zwar schauen wir jetzt hier uns einmal schnell diese beiden Stufen an, beziehungsweise die eine Stufe. Es eskaliert immer weiter hoch und wir schauen jetzt einmal hier, die Möglichkeiten sind begrenzt, hier einmal tatsächlich einen Eindruck des Kits zu bekommen. Natürlich schon irgendwo ein bisschen, aber wir gucken uns das einmal kurz an, in dem begrenzten Maße, das uns zur Verfügung steht. So, wir haben jetzt hier, alles Separatisten und natürlich, ihr seht es bereits hier, die Gangens verlieren ihren Großteil ihrer Maximalgesundheit und haben hier maximal Schutz aufgebaut. So, wenn ich jetzt hier in dem Falle den Kampf beginne, ich würde tatsächlich zuerst Ouch-Zeit wählen. Es gibt jetzt hier Möglichkeiten, okay, nehme ich jetzt, warte ich jetzt, bis mein Gegner Debuffs hat oder nicht. In dem Falle finde ich das eigentlich sogar sehr charmant, dass ich sie direkt betäube, weil Tapels bekommt am Anfang einen Bonuszug. Und, nee, das war gar nicht, er bekommt nicht den Bonuszug, mein Fehler. Ich habe ihn kurz mit Darth Bane verwechselt. Ich weiß, die Ähnlichkeit ist absolut frappierend. Sie tragen beide eine Maske. Total frappierende Ähnlichkeit. By the way, apropos, ein Darth Bane-Video kriegt ihr auch noch. Safe. So, also, einmal betäuben ist ziemlich cool, gerade am Anfang. Wenn es halt Separatisten sind, finde ich das sehr gut. Ansonsten hier in dem Falle einmal Konter und noch mehr Debuffs drauf. Ne, wir wissen ja, Tapels macht mehr Damage, wenn er Debuffs auf dem Gegner hat. Nicht so aufgeben. Und zwar für jeden Debuff verursacht er 10% mehr Schaden. Also hier, logisch. Ne? Wir rufen jetzt Boss Nass. Zack. Und weil wir Boss Nass rufen und der mit seiner Basisfähigkeit einen Gangen ruft, ruft er Captain Tapels. Und weil der außerhalb seiner Runde angegriffen hat und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr schön. Hier haben wir direkt auch gleich das markiert mit bei. Ein Befehl. Zack. Und Schock drauf. Nochmal echten Schaden. Gut. Wie gesagt, ist jetzt hier in dem Falle natürlich ein Showcase, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich persönlich finde das schon sehr angenehm. Also es spielt sich tatsächlich so schon sehr gut zusammengehörig. Auch hier gerade mit dem Schildgenerator funktioniert das sehr gut. Jetzt können wir einmal gucken, was die Fähigkeit tut, wenn wir sie auf Debuffs drauf tun. Ja, ist okay. Ich glaube, ohne Debuffs gefällt sie mir besser, weil Stun ist immer eine schöne Sache. So. Zap, zarab, tada. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur Rang 4. Ich guck mal, ich gebe euch einen Eindruck, sollte ich hier noch auf Rang 5 oder Rang 6 hochkommen und euch da vielleicht noch mehr Eindrücke geben können, werde ich euch das natürlich noch geben. Und ansonsten sei zu diesem Event noch gesagt, wenn ihr sogar 7 Sterne schafft, Rang 6 gibt euch jeden Tag auch nochmal 100 Kristalle. Ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ihr 85.000 investiert habt, um da überhaupt hinzukommen. Gebe ich auch zu. Aber immerhin, es ist okay für 100 Kristalle so als kleiner Mini-Payback und dafür noch ein bisschen Reliktmaterial etc. Finde ich schon ganz in Ordnung. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von Captain Tapels und den Gangens, was ihr bisher habt. Findet ihr das gut? Nicht so gut? Was sagt ihr zu den Marquis? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Und vielleicht, weil ich es nicht einsehen könnte, was erwartet mich denn hinter Türchen Nummer 7 in dem Falle? Was bekommt man, wenn man Reliktstufe 5 hat? Ich weiß nicht, was dahinter ist. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir sonst auch gerne ein Feedback dazu, wie ihr dieses neue Kit-Analyse-Format findet. Dann sehen wir uns hier garantiert entweder zu Darth Bane oder einem anderen Video. Wie gesagt, Spekulation, Crosshair, Bane oder vielleicht den dritten Gangen. Man weiß es nicht. Es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen Daumen hoch, Kanal-Abo, doppelt gemoppelt.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.